Hi Leute. Brutal, ey. Sora, wie geht's dir, meine Liebe? Dir geht's schlecht mit ganz vielen Problemen. Sie hat einen abscheulichen Schlaf. Ja, gut, den machen wir halt auch mal weg jetzt, oder? Lächer. Wegtragen von Granitbrocken. Das machen wir mal weg, so. Bishop, was machst du? Dann meditiere. Ja, gut. Meditation ist jetzt nicht unbedingt das, was wir da benötigen mit aller Gewalt. Mal die Schutzhose an und hier in der Küche ist sauber. Seht ihr? Sauberkeit 000 heißt sauber, sehr gut und das ist aber sowas von wichtig. Nose baut Granit ab. Mit minus 3 Grad. Es wird halt schon schnell wärmer, wenn hier jeder ein- und ausgeht, die ganze Zeit. Ist halt schon so. Und seht ihr hier? Oh. Also hört zu, wir brauchen noch. Müssen die Zonen erweitern. Ja, genau, Lagerzone, sehr gut. So. Ja, super, jetzt so. Ja. Leute, es brutzelt, es hutzelt und brutzelt. Sehr geil. Und wer baut hier auch? Die Sora macht am Helm aus Stahl rum. Finde ich gut. Goldenes Kartoffelpflanzen. Die befallenen Pflanzen entfernen. Oha. Und dann die hier, oder? Alle Pflanzen mit Fäulnis entfernen und zwar sofort. Kann die Pflanzen nicht abbauen. Oha. Ja, priorisiere das. Aber sowas von. So. Geht gar nicht. Sora, meine Liebe. Entspannungsmangel. Ja, wir haben keinen Denker des Leidens. Hör zu. Sora, willst du vielleicht ein Denker des Leidens sein? Aber du bist halt sozial nicht vorhanden. Das ist natürlich auch voll blöd. Ja, das ist voll dumm. Ein anderer kann es eigentlich gar nicht machen. Und die verlieren aber alle den Denker des Leidens. Ja, starten, komm. Na, wir müssen. Was ist das hier? Ach so, ist das denen ihre Show jetzt oder was? Ach komm. Okay. Rollenwechsel vollzogen. Okay, ja, cool. Sora, meine Liebe. Ja, die kann halt jetzt gar nichts machen. Von daher. Aber gut, wir haben jetzt keinen anderen Denker des Leidens, weil wir können den Lercher. Ja, da ist halt auch echt schlecht. Gabraismus. Und sie ist Kleptismus. Nose ist Kleptismus. Aber funktioniert nicht, ja. Wobei, die könnte dann schon, die könnte schon den Denker des Leidens machen, aber wir machen, lassen keinen Sklaven das werden.
Jetzt müsste zumindest fünfmal hier gestillt sein, dass es das gibt. Wie könnte man denn die Filths karifizieren? Ihr steht es zu. Können wir gar nicht. Ne, ihr Gebiss können wir implantieren. Leck mich aber. Braucht man nicht. Ja, und er baut hier, das passt schon. Sora, wie geht's dir? Wie geht's deinen Bedürfnissen? Keine Eroberung? Ja gut, das wollen wir halt schon ganz machen. Ah, sie möchte eine Kapuze. Jetzt möchte die eine Kapuze, ist ja klar. Als Denker des Leidens brauchst du eine Kapuze. Dann soll sie verdammt nochmal eine Kapuze bekommen. Kapuze herstellen, da. Ja. Und go. Und die wirst du dir selber schneiden, liebe Sora. Forscht, glaube ich nicht. Du machst dir deine Kapuze. Ah ja, klar. Leute, wir möchten doch jetzt euch ein bisschen glücklich machen. Oder? Komm, gib dem Lärcher ein bisschen Arbeitstrieb. Sklaven, hat sie ihn jetzt unterdrückt oder hat sie ihm einen Arbeitstrieb gegeben? Sozial, also. Aha, sie forderte ihn auch besonders hart für das Wohlergehen der Kolonie zu arbeiten. Oh, und so viel Zeug. Eieiei, schlief im Boden, in der Kälte. Chemisches Verlangen, dunkel, dem geht's ja richtig schlecht. Aber guter Speiseraum mit Menschenfleisch. Naja. Gucken wir mal. Dora. Ah. Baut sich die eigene, die Kapuze selber. Das wird dann unterdrückt, Nose. Genau, geh mal ein bisschen unterdrücken, das ist nie verkehrt. Hat noch keinem geschadet. Rollenwechsel wurde vollzogen, ist in Ordnung. Versteckt sich im Raum, Sora. Ah, verflucht. Keine Eroberung. Leute, wir sollten das jetzt halt echt machen. Leute, wir sollten das jetzt machen. Verdammt nochmal, nicht immer labern, sondern einfach mal machen. Dann machen wir hier nämlich irgendwo, wenn ich es finde. Brauchen, glaube ich, einen Karawanensammelplatz. Kennzeichnen eine Stelle zum Anbinden von Tieren und Formieren von Karawanen. Kolonisten binden hier ihre Tiere an, während sie eine Karawane beladen. Du kannst solche Plätze auch in Gebieten außerhalb deiner Heimat nutzen, um Tiere daran hindern, frei herumzulaufen. Okay, gut. Wir müssen Tiere nicht unbedingt anbinden. Ja? Aber wir gucken mal, dass wir den Karawanenplatz vielleicht, weiß es nicht, jetzt nicht so weit weg machen. Und wo es auch ein bisschen was zu essen gibt, sollte man auch gucken. Auf dem Boden, ja. Pff, keine Ahnung. Was weiß ich denn? Hier machen wir den Karawanenplatz hin, okay? Formiere eine Gruppe von Kolonisten, die in neue Gebiete reisen sollen. Die Kolonisten werden die zugewiesenen Vorräte, Begleittiere einsammeln und ihr aktuelles Gebiet verlassen und auf weitere Befehle warten. Ja, Leute. Machen wir, aber wir sollten eigentlich da ein Essen haben. Gerade wie zum Beispiel Pemmikan. Ja. Aber jetzt schlafen gerade alle. Nose schläft hier unten. Warum? Weil das Bett immer noch nicht hochgebracht wurde. Ey. Auch blöd. Und nachher flippt die auch aus. Wäre ja noch schöner. Ah. Ein Jagdlager entdeckt. Das gucken wir mal. Jagdlager zwei Leute. Enthält Vogelleder und Leder und Pemmikan. Das ist alles gar nicht so weit weg. Da ist ein Bauteilabbaulager. Enthält zwei Leute. Vielleicht könnten wir da mal drauf gehen. Neutral.
Fraktion Gepipol, Fraktion Banjalish. Das sind auch Banjalish. Ja? Zwei Leute. Aber ich würde nicht so weit weggehen. Ich würde tatsächlich dann irgendwo hier das Bauteileabbaulager. Oder Jagdlager, bin ich gar nicht so ganz sicher. Und Bewirtung für Weißer Panther machen wir nicht. 22 Tage. Ah, wobei. Doch, wir nehmen es schon an. Wir machen es tatsächlich vielleicht für den Ruf. Dass wir bei der Bjarkamp einen besseren Ruf haben. Ja gut, wir warten damit noch ein bisschen. Und weiter geht's. Lercher schläft auch hier unten. Warum hat er es nicht mehr in sein Bett geschafft? Weil die Tür verboten ist. Wie wäre es denn, wenn wir die Tür erlauben würden, Mann? Echt, ey. Zora versteckt sich nicht länger. Sehr gut. Zora, das war eine ganz kurze Geschichte. Und hat eine Katharsis. Ja, super. Perfekt. Ja, passt doch. Das Ziel, erntet Nutrifungus. Okay. Kalt. Jetzt ist hier kalt, echt. Leute, drinnen, draußen 7 Grad, ja, ja. Das war den Leuten immer warm und jetzt ist denen kalt. Gucken wir mal, wir machen mal dann Mützen. Boah, Staubmantel. Also wir haben eine ganze Menge hier an. Gewitter, würde ich mal sagen. Jacke, Parker. Machen wir doch mal den ein oder anderen Parker. Ja, und wenn da kalt ist, ist es wahrscheinlich ja auch kalt, dann brauchen wir so eine kleine Heizung, oder? Drinnen 11 Grad. Scheiße, zu kalt, Leute. Es ist zu kalt. Also Temperatur. Lagerfeuer ist auch blöd, gell? Wir machen. Also wir haben hier eine Heizung. Wir haben hier eine Heizung. Ja, dann würden wir hier eine Heizung machen. Und hier eine Heizung. Hier bei den Jungs könnte man auch eine Heizung machen. Okay, hätten wir jetzt auch eine Heizung. So, hier hat es diese Heizung. Ja, brauchen wir dann Lüftungen? So, und hier brauchen wir trotzdem vielleicht eine Heizung. Dann haben wir hier Heizung und Lüftungen. Oh Mann, Leute, es ist halt, muss man halt machen, ne? Ist halt so. Okay. Okay, cool. Bishop, der baut den Schädelspieß. Stimmt, den habe ich ganz vergessen. Oha. Schädel von Tauf. Oh je. Yeah. Ein aufrechter Spieß, der dazu dient, einen menschlichen Schädel zu durchbohren und zur Schau zu stellen. Für die einen sind Schädelspieße ein Symbol der Macht, für andere verkörpern sie das barbarische Böse. Schädelspieße sind eine besonders brutale und effektive Art des Sklaven. Terrorisieren. Trägt Stahl zur Heizung.
Ja, wisst ihr was? Ah, wir klicken auf das drauf und dann sehen wir, was wir dazu bauen können. Seht, schaut mal. So kann man es nämlich auch machen, sehe ich gerade. Ja, voll cool. Wir bauen eine Kopie. Hier hin. Und die lernen jetzt. Na super. Aber lernen müssen wir auch gerade, weil wir mögen ja Kinder. Scheinbar. Lief in der Kälte durch ein Nest, ja. Hilft es aber ganz gut drauf jetzt. Lerndrang völlig befriedigt. Ja, perfekt, Leute. Was lernt ihr denn? Nicht Fernkampf, oder? Ne. Wochen, Pflanzen. Ihr lernt Tiere. Wo sie nicht begabt. Das ist ja gut. Okay. So, was denkst du jetzt, mein Freund? Oha. Der Aas gekochte Nicht-Pilze. Was ist er jetzt? Oh, vegetarisches Essen. Was? Ah, da kommt die Lüftung hin. Okay. Dora legt einfach eine Mahlzeit ins Inventar. Was können wir denn kochen? Babynahrung brauchen wir ja wohl nicht, oder? Eine leckere Fleischmahlzeit. Üppige, wir können üppige Sachen kochen. Wir haben bis jetzt immer einfache Mahlzeiten gekocht. Gut, koch mal ein paar. Ach, haben wir doch schon leckere Mahlzeiten. Leute. Dora, hör zu, es ist echt gut. Aber jetzt wird erst geschneidert. Okay. Jetzt wird geschneidert, meine Liebe. Und Fette, was macht sie jetzt? Stellt Mütze her. Warte. Warum stellt Mütze her? Macht doch das Ding erst fertig. Kann ich nicht sagen, sollt ihr das fertig machen? Oh Mann. Ach ja, und unsere Biergeschichte möchten wir ja auch gern machen. Bier, oh Mann. Machst du noch Unterricht? Ne, was machst du? Reißt Stromleitung ab. Bringt Jade. Ja, Leute, es ist so viel zu tun. Es ist so viel zu tun, ohne Witze. Brauche 30 Stahl. Haben wir keinen Stahl mehr, oder was? Was, wir haben keinen Stahl mehr? Ernsthaft?
Zutun, glättet Wand. Ja. Den brauchst du zum Glätten der Wand? Vor Ewigkeiten, oder? Ja, auf jeden Fall Mütze fertiggestellt. Danach wird weiter geschneidert. Hässlich, neutral, neutral, Freiheit sehr geräumig, ja gut, okay, ziemlich eng, das ist sehr geräumig, achso, weil da oben, naja, das andere ist ziemlich eng, na super. Ja, sie stellt Staubmantel her, wir müssen echt ein bisschen gucken, jetzt müssen Gas geben. Ah, warte, natürlich, klar, wir müssen doch dann das nach oben tun, ist doch geschafft. Dann wird die Kapuze da gemacht. Na, so funktioniert das, Leute. Von oben nach unten wird abgearbeitet. Ja, muss man halt wissen, Leute. Muss man halt wissen. Lercher, ich weiß, dem Lercher, dem geht's schlecht. Dem ging es noch nie gut in seinem Leben. Da ging es dem immer schon schlecht. Brauche 45 Holz. Ja, Leute. Was ist mit dem Baum? Warum ist denn der rot geworden? Okay. Genau, Drax zum Bett. Wie viel braucht man noch? Man braucht noch Holz. Trägt Holz dorthin, ja, sehr gut. Das passt schon alles ganz gut. Und er hält es ordentlich sauber. Also man muss echt sagen, wenn das Sklave funktioniert, ja, ist das eine richtig gute Sache. Holz, na dann. Hopfen. Wächst langsam, aber wächst. Achso, genau. Wir wollten ja noch was machen, Leute. Und zwar, ich wollte noch, ich habe das neulich auch mal wieder geträumt ein bisschen, dass wir hier so einen Unterstand machen für die Viecher. Dass wir hier die Schlafplätze in einen Unterstand machen. Ah, Blödsinn. So nicht. So vielleicht, und dann machen wir nämlich das hier. Machen wir hier 4 Plätze für die Viecher. Achso, und ich finde die wieder nicht, weil ich so doof bin, gell? Karawanenplatz, Naturschrein, no. Entspannung, no. Böden, no. Sicherheit, no. Möbel. Ihr Schlafplatz. Ah, wir haben jetzt schon 5 Alpakas, gell? Dürfen wir auch nicht. Auch nicht vergessen. So. Alpaka 1. Oh. Alpaka 2. Alpaka 3. Mann. Alpaka-Junges. Alpaka-Junges 2.
Otto schläft hier. So, jetzt hört zu. Jetzt brauchen wir. Hier ein Dach. Ein Bambus kann nicht überdacht werden. Oh Leute, dann überdacht halt, was geht. Errichtet Dach. Al-Wahab Party möglich. Jedes Jahr am 14. September, also heute. Heute. Können Anhänger von Freier Pfad ein besonderes Ritual abhalten. Um das Ritual zu starten, musst du ein Fokusobjekt auswählen. Was für ein Fokusobjekt? Und auf Starte Al-Wahabi Party klicken. Lichterkugel-Ritualplatz. Der Trennung des Kleptismus. Oh, nee. Was? Zertrennung des Kleptismus. Eine rituelle Vernarbung, bei der ein Narbenmacher ideologische Symbole eine Person ritzt. Das Publikum wird zusehen. Wir erwarten eine Klarifizierung. Ja, voll gut, natürlich, klar. Filth, meine Liebe, du kriegst das. Aber heute ist die Al-Wahabi-Party. Eine Tanzparty mit lauter Musik. Die Teilnehmer werden sich versammeln, sozial interagieren und tanzen, um gemeinsam Spaß zu haben. Ja, je nach Ritualqualität erhalten Teilnehmer zwischen minus 3 und plus 16 Stimmen für 6 Tage. Wenn die Party spaßig oder unvergesslich ist, bekommen alle Teilnehmer mit etwas Glück vorübergehend eine erhöhte Arbeitsgeschwindigkeit. Oh, wenn das Ergebnis spaßig oder unvergesslich ist, besteht eine 50%ige Chance, dass ein zufälliger Rekrut der gleichen Ideologie deiner Kolonie beitritt. Niedrige Erwartung ist gut, Teilnehmer, immerhin. Raumeindruck geht so. Aktive Lautsprecher haben wir halt echt nix, gell? An Lichterkugel gestartet. Sollen wir noch geschwind eine Lichterkugel bauen? Wie schon? Bau mal die Lichterkugel schnell. Dann machen wir die Al-Wahab-Party. Oh Gott. Leute, es wird wieder interessant. Jetzt hat sich der Lercher die Kapuze aufgesetzt. Lercher, mein Freund, hör mal zu. Nichts gegen dich. Absolut in Ordnung, okay? Aber Sora, du willst doch die aufsetzen. Kapuze. Bischof, was machst du? Er trägt Bauteile zur Lichterkugel. Ja, Leute, jetzt wird's richtig interessant. Ah, Sora, jetzt hast du dein Hütchen auf. Und wieder ein Bedürfnis erledigt. Wird immer schwieriger, gell? Lichterkugel, sie passt. Wir brauchen noch einen Strom dafür. Ei. Warte. Wir versetzen die wohin, wo es Strom hat. Hier hin. So. Keine mit Strom versorgten Lautsprecher. Also, wie rum müssen die denn?
Machen wir mal. Sora, komm, konsumier mal eine einfache Mahlzeit. Hier ist soweit gerichtet. Es fehlt noch richtig viel Stahl für so einen Lautsprecher. Leck mich am Arsch. Richtig viel Stahl fehlt. Haben wir gar nicht. Jetzt ist der 15. September. Nein! Haben wir die Al-Wahhabi-Party verpasst? Leute, wir starten die jetzt. Die nächste Al-Wahhabi-Party wird besser. Das ist unsere erste Al-Wahhabi-Party. Sie reden über Psi-Kräfte, über Luftballons, über alles Mögliche. Sehr gut. Na gut. Lichterkugel kommt. Wir werden dann wahrscheinlich hier die Ecke machen. Und ist bald fertig, aber, oder? Seht, die Al-Wahhabi-Party ist bald fertig. Langweiliges Ritual. Okay, die Party war langweilig. Schlechtes Tanzen und lausige Musik sorgten dafür, dass sich die ganze Sache wie Zeitverschwendung anfühlte. Jeder, der am Ritual teilgenommen hat, erhält -1 Stimmung für sechs Tage. Nein! Teilnehmerzahl war auch nicht so gut. Oh, mein Druck ging. Ah, tolle Al-Wahhabi-Party gemacht. Mega geil. Aber wir machen. Wir machen die Geschichte. Erwartete Qualität. Gebetskissen. Wo gibt es denn hier ein Gebetskissen? Leute, wo gibt es jetzt hier ein Gebetskissen? Ideologie, schätze ich mal, oder? Gebetskissen. Gut, Gebetskissen sind kein Problem für uns. Na gut, die ist halt schon müde. Aber das können wir jederzeit machen dann. Okay. Dann wird die Filth, Gott sei Dank. Dann kriegt die Filth ihre Narbe. Ja, Leute, geil, okay. Wir lernen jetzt langsam hier sehr interessante Sachen. So, die Temperaturen, um die müssen wir uns halt kümmern. Das ist nicht so gut drin. 13 Grad ist zu kalt. Leute, ist zu kalt. Und Sutton ist halt auch ein bisschen fertig. Meisterwerk! Parker! Meisterlichen Parker gemacht. Ja, voll geil. Isolierung. Kälte 54 Grad. Ja, geil. Geil, Leute. Wir haben einen Parker. Wir müssen halt noch mehr schneidern. Parker, ja, die muss jetzt nicht, die kann auch mal schlafen gehen. Kannst du schon machen. Draußen 8 Grad. Wie geht's den Sachen draußen? Auch nicht so gut, gell? Aber alle schlafen soweit.
Ja. Leute, das war's für die Folge. Die war geil. Die war richtig gut, die Folge. Finde ich mega spannend. Geht voran. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, schreibt einen Kommentar und drückt die Glocke, damit ihr, wie immer, keine Folge verpasst. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Macht's gut und bis zum nächsten Mal dann. Ciao.